Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video bzw. zu diesem Sheepycast hier auf Sheep. Und ihr habt es schon im Titel wahrscheinlich gelesen, Abo-Rückgang und andere Veränderungen. Was soll das Ganze bedeuten? Was möchte ich mit diesem Video hier bezwecken? Ihr habt es vielleicht gesehen, gestern bzw. vorgestern, da hatte ich noch 151 Abonnenten. Das hat mich auch ziemlich gefreut, vor allem gestern, da habe ich nämlich die 150 geknackt, beziehungsweise gestern hatte ich die 151, das heißt, die 150 waren praktisch safe geknackt und ich war ziemlich glücklich, muss man sagen. Jetzt wache ich heute Morgen auf und kriege erstmal eine Nachricht von Michael Name, der mir sagt, ja, ich habe 40 Abonnenten verloren, du hast 20 Abonnenten verloren. Und ich dachte mir natürlich erstmal, der versucht nur dich zu pranken. Gehe ich dann aber zu meinem PC und sehe, nee, tatsächlich, das stimmt. Das liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass meine Videos besonders scheiße sind, zumindest hoffe ich das. Das liegt ganz einfach daran, dass YouTube anfängt, die inaktiven YouTube-Accounts auszusortieren. Das heißt, wenn euer Account nicht wirklich aktiv war, dann wird er einfach praktisch, ich weiß nicht, ob der gelöscht wird, das weiß ich nicht genau, aber eure Abos werden einfach gekündigt. Das heißt, 20 Leute von denen, die mich abonniert hatten, haben einfach nicht sonderlich viel auf ihrem Account gemacht. Das heißt, das Abo wurde dann gekündigt und ich habe jetzt 20 Abos weniger. Momentan bin ich bei 137 Abonnenten. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, aber YouTube macht mir nach wie vor richtig Spaß. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei, das hat auch damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Hatte mich halt nur gefreut, so 150 ist so ein kleiner Step. Ist halt alle 50 kommt es einem so ein bisschen vor, als hätte man irgendwas erreicht so. Aber ich denke mal, das werden wir in den nächsten paar Tagen auch erreichen. Jetzt heißt das Video natürlich nicht nur Abo-Rückgang. Nee, ich weiß nicht, was ich am Anfang gesagt hatte. Das werde ich nachher dann aber mal gucken, um den Titel dann richtig zu machen. Wie gesagt, das Video heißt jetzt nicht nur Abo-Rückgang und andere Veränderungen. Jetzt heißt das Video aber nicht nur Abo-Rückgang, sondern auch Abo-Rückgang und andere Veränderungen. Und mit den anderen Veränderungen, da komme ich jetzt mal drauf zu sprechen. Ihr wisst schon, wie ich letztes Mal erwähnt hatte, dass jetzt in den Ferien Filme kommen sollen, die ich produziere zusammen mit ein paar Freunden. Und genau, die werden auch auf jeden Fall kommen. Das Ding ist nur, dass ich morgen, also am 29.06. in den Urlaub fliege, erstmal für 8 Tage. Das heißt, wir haben jetzt angefangen mit dem Film, aber sind noch nicht fertig mit den ganzen Aufnahmen. Das heißt, der Schnitt hat auch noch nicht begonnen. Wir sind auf jeden Fall aber alle motiviert und haben auch richtig Bock, den Film zu machen. Beziehungsweise die Filme, es werden tatsächlich mehrere, wenn es denn fertig wird. Aber ich hoffe einfach mal. Wir sind motiviert und haben Zeit, also ich hoffe, dass es das wird. Das ist aber nicht die einzige Veränderung hier auf dem Kanal, sondern was mir aufgefallen ist mit den ganzen Tutorials, die sind zwar schön und gut, machen mir auch tatsächlich Spaß, ich bin relativ viel am Computer, kenne mich damit relativ gut aus und dann macht es mir natürlich Spaß, einfach Leuten zu helfen. Was mir aber aufgefallen ist, die Videos kamen mir irgendwann so künstlich vor, dass ich mich irgendwie so hinsetzen musste, dachte mir so, okay, du hast eine Woche kein YouTube-Video hochgeladen, mach mal was. Und dann habe ich mich daran erinnert, dein erstes Video, das schiepische Kanalkonzept, hat eigentlich gesagt, dass du das nicht machen wolltest, dass du einfach das machen wolltest, worauf du Bock hast und das auch wann du Bock hast. Und ich finde halt, die Videos wurden wie so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in meinem Tagesablauf. So, ich dachte mir, okay, du musst jetzt ein Video machen und das war irgendwie so ein Fremdkörper. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vor allen Dingen die Sheepycasts, wo ich auch mal so über Dinge rede, die ich mir so gerade denke und die mich gerade beschäftigen, eher in so einem Vlog-Style machen werde. Ich habe so eine kleine Action-Cam und ein kleines Ansteckmikro, das werde ich mit dem Handy verbinden, wie ich euch ja schon mal gezeigt habe in dem Video. Zu der Audioqualität, genau. Und so werde ich das machen und mich dann wahrscheinlich draußen hinstellen und euch dann erzählen, was mir sogar durch den Kopf geht, was ich denke. Und genau, meine Sheepycasts dann praktisch draußen aufnehmen. Das heißt, es geht mehr in so eine Vlog-Richtung. Außerdem habe ich mir wieder im Internet ein paar Dinge bestellt. Was das ist, seht ihr dann, denn ich habe auch Bock auf Reviews und sowas. Habe ich früher schon mal gemacht. Das heißt, es läuft jetzt langsam in Richtung Technik, der ganze Kanal. Wie gesagt, langsam, das wird hier langsam so ein bisschen wenden. Ich sage so oft langsam. Ich werde natürlich auch noch Tutorials machen, aber es ist nun mal so, Tutorials gibt es einfach nicht jede Woche. Ich habe aber Bock, Videos zu machen und über Dinge zu reden. Und wenn ich am Computer sitze und da irgendwie Games zocke und sowas, ist das schön und gut, aber es kommt mir nicht so richtig real vor. Und mir ist immer wichtig, dass die Personen, die ich auch selber auf YouTube irgendwie verfolge, dass die irgendwie real sind, dass ich das Gefühl habe, zumindest das Gefühl habe, sie sind ehrlich. Man kann natürlich nicht wissen, ob jemand ehrlich ist oder nicht, aber das ist mir wichtig. Und wenn ich da am PC sitze, dann ist das so, ich weiß nicht, das füllt mich irgendwie nicht aus. Ich meine, Spielen ist cool, Spielen macht Spaß, aber ich weiß nicht. Wenn man nochmal face-to-face da sitzt, dann ist das nochmal eine ganz andere Liga. Und deswegen habe ich mehr Bock, das in so eine Real-Life-Vlog-Richtung, aber halt mit philosophischen Aspekten zu bringen. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn dann das erste Video bzw. der erste Sheepycast kommt. Genau. Das heißt, jetzt nochmal einen ganz kurzen Ablaufplan zum Ende des Videos. Was jetzt kommen wird, sind erstmal Filme, vornehmlich Kurzfilme, auf Englisch sogar.
Ja, weil ich da halt Bock hatte, eine Message rüberzubringen, wie ich das mit Sims Games verspielte Lebenszeit auch gemacht habe. Das Ganze wird aber ein bisschen dauern, wahrscheinlich die Ferien noch über oder auch danach noch. Mal gucken, wenn wir motiviert sind, dann sollte das eigentlich in den Ferien fertig werden, aber ich will auch was Gutes abliefern. Das heißt, wir lassen uns auf jeden Fall Zeit dabei. Genau, das kommt. Dann eine leichte Vlog-Richtung, eine leichte Vlog-Ausrichtung. Auf jeden Fall Shippycasts mit Facecam praktisch, beziehungsweise sitze ich einfach draußen mit meiner Actioncam und nehme auf. Ich werde auch in den Ferien wahrscheinlich ein bisschen verreisen. Nochmal so einfach mit der Bahn mit ein paar Freunden. Und wenn mir da irgendwas auffällt, worüber ich schnell spontan reden möchte, das habe ich tatsächlich öfter mal täglich, dass ich irgendwas habe und sage, darüber würde ich jetzt gerne reden. Der Gedanke gefällt mir gerade, da würde ich gerne was drüber sagen. Dann nehme ich einfach, habe ich mir vorgenommen, meine Actioncam mitzunehmen, mein Handy mitzunehmen, den Adapter mitzunehmen, das Ansteckmikrofon mitzunehmen. Hört sich viel an, ist aber eigentlich relativ wenig. Dann stelle ich das kurz zusammen, halte die Kamera in der Hand, drücke auf Aufnahme und dann habt ihr ein kleines Video für zwischendurch. Auf sowas habe ich halt mega Bock, weil das einfach, das hat so einen gewissen Flow, das passt einfach in meinen Alltag, habe ich das Gefühl. Sowas wird kommen und dann noch ein paar Technik-Reviews, weil ich es mega feiern würde, wenn ich in so eine Richtung was machen könnte, sodass ich mir vielleicht auch mal Unterstützung von den Shops bekommen könnte, sodass ich mir so ein paar kleine Gadgets kaufen kann. Ich mag es total gerne, so Gadgets für 3, 4, 5 Euro, die ich dann für euch testen könnte. Das erwartet euch, wie gesagt, ich habe euch am Anfang vor einem halben Jahr gesagt, dass der Kanal relativ random wird. Jetzt seht ihr, dass es auch Veränderungen gibt, also random, ne, so angekündigte Veränderungen, also so halb random. Ich mache auf jeden Fall weiter das, was mir Spaß macht und gerade wie es ist, macht es mir Spaß. Die Abos sind gesunken, aber das war nur YouTube. Ich hoffe, ihr abonniert es auch weiter. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr denkt, das könnte auch meinen Freunden gefallen, dann genau, abonniert einfach den Kanal. Abonniert den Kanal und teilt vor allen Dingen den Kanal und die Videos. Hier im Hintergrund habt ihr gerade noch Star Wars Battlefront. Beim nächsten Mal ist das dann hoffentlich ein Real-Life-Video. Wir werden sehen. Wahrscheinlich werde ich auch eine kleine Urlaubs-Compilation machen und da vielleicht einfach was drüber liegen, Voice-Over-technisch irgendwas Krasses, was mir so im Urlaub eingefallen ist, worüber ich nachgedacht habe. Oder auch einfach nur Musik drunter legen und einfach versuchen, ein paar Chill-Feelings rüberzubringen mit dem Video. Ich habe jetzt mal wieder 7 Minuten geredet, beziehungsweise ein Schnitt war kurz drin, das heißt 6 Minuten vielleicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich versuche jetzt noch das Video irgendwie hochzubekommen, bis wir dann morgen die Biege machen. Macht es gut, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt den Kanal und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao.